Hallo, hier sind wieder Patrick und Christian von AKA. Hallo zusammen. Und wir würden euch in diesem Video gerne mal unseren Planscaper etwas näher vorstellen. Ja, Christian, was ist der Planscaper? Also wir haben ja zwei verschiedene Versionen davon. Wir haben einmal den 50 Gramm Kleber. Der ist ein bisschen flüssiger, aber jetzt nicht komplett dünnflüssig, wie man es eigentlich von einem Sekundenkleber her kennt. Und wir haben die 2x3 Gramm Kleber. Das ist dann richtig in Gelform. Okay, aber im Prinzip gleicher Anwendungszweck oder gibt es hier einen Unterschied, was ich wann nehmen müsste? Im Grunde haben beide den gleichen Anwendungszweck. Wenn ich jetzt allerdings Aquascaping betreibe und will Steine oder Wurzeln zusammenkleben und nutze diese Wattemethode, wo man immer die Watte zwischen die Ritzen steckt und dann mit einem Sekundenkleber bedrängt, empfehle ich dann eher unseren Planscaper mit 50 Gramm. Okay. Was würdest du sagen, Verarbeitungszeit relativ schnell oder habe ich viel Zeit? Muss ich lange warten? Muss ich lange alles fixieren? Wie ziehen die an? Dadurch, dass beide Sekundenkleber sind, ist die Verarbeitungszeit natürlich nicht sehr lange. Okay. Also die ziehen es schon sehr schnell an. Wir nutzen auch bei beiden Klebstoffen Cyanacrylat in der höchsten Reinheitsstufe. Also muss man sich doch überhaupt keine Gedanken machen um seine ganzen Lebewesen im Aquarium. Ja. Also ich glaube, das ist auch immer so eine Frage, die uns von euch immer erreicht. Was ist denn der Unterschied? Warum kann ich nicht einfach einen Kleber aus dem Baumarkt holen? Zum einen, vergleicht mal die Preise, ihr kriegt hier wirklich eigentlich mehr fürs Geld immer. Auf jeden Fall. Und zum anderen ist es einfach der Cyanacrylat-Anteil und die Qualitätsstufe, die hier genau auf euer Aquarium ausgelegt sind und eben hier eine nachhaltige Variante bieten, wo ich nicht irgendwie noch böse Überraschungen erlebe. Muss ich irgendwas beachten bei der Verwendung? Beachten muss man so nichts. Wie gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel Aufsitzerpflanzen oder so ins Aquarium einkleben will, empfiehlt sich dann mehr die Gelform, was einfach leichter ist von der Handhabung. Aber grundsätzlich zu beachten gibt es bei beiden Produkten nicht. Okay, das Übliche, was man bei Klebern eben beachten sollte. Ja, man sollte es sich auf jeden Fall nicht in die Augen schmieren. Klebt die Pflanze nicht euch selbst. Das ist hier die Devise. Genau, weil die Kleber halten, was sie versprechen, und halten ist hier wirklich das Stichwort. Es ist ein Stichwort, also immer schön ins Aquarium rein. Ja, auch eine wichtige Geschichte ist, hält er oder trocknet er unter Wasser? Er trocknet oder hält auch unter Wasser. Wenn man unter Wasser was verklebt, ist es immer sinnvoll, dass die Klebestelle frei von Algen ist. Mhm. Und wenn man dann praktisch den Dekorationsgegenstand oder die Pflanze dann praktisch einklebt, dass man ein bisschen die Pflanze bewegt oder den Dekorationsgegenstand, dass einfach diese Kammhaut von diesem Kleber wieder aufreißt und sich dann auch mit dem Untergrund gut verbindet. Ich würde sagen, zu der Anwendung kriegt ihr nochmal ein extra Video. Das verlinken wir euch hier oder blenden euch das mit ein. Dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen, was wir Tipps geben für die richtige Verwendung. Genau. Ja, wunderbar. Gibt es irgendwelche Pflanzen oder Sachen, die ich nicht damit kleben kann? Oder ist das einfach komplett geeignet für alles, was im Süßwasser so verwendet wird? Grundsätzlich ist es für alle Aufsitzerpflanzen geeignet. Farne oder sowas, also sehr feinfiedrige Pflanzen, werden jetzt eigentlich mit diesen Klebern nicht geklebt. Aber ansonsten ist es für alles geeignet. Okay, wunderbar. Ja, dann bleibt uns noch zu sagen, viel Erfolg, viel Spaß beim Kleben. Lasst eure Kreativität freien Lauf. Hier ist auf jeden Fall die Grundlage dafür. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder zu weiteren Produkten, bitte einfach melden. Gerne auch im Social-Media-Bereich auf allen Plattformen oder per E-Mail und Telefon. Wir stehen da immer für euch bereit und sagen ansonsten danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.